So, dann würde ich sagen, wieder mal willkommen zum nächsten Part von Rebuild 3, Gangs of Dadsville. Ja, wir haben das letzte Mal die Rotten gefunden, was eine Art lebender Zombie-Teil ist, beziehungsweise Zombies, die wohl noch ihren Verstand behalten haben. Das erklärt halt auch, was sie in dem Militärkomplex da hatten. Nun gut, das heißt, eigentlich bin ich wirklich dagegen, mich mit denen hier anzufreunden, aber ich schau mal, was auf mich zukommt. So, was machen wir hier noch? Hier haben wir noch einen Leader, der wird umgeschult. Weil wir brauchen mehr Bilder. Wir haben einfach viel zu wenig Bilder. Das dauert mir hier alles viel zu lange. Und sonst sind gerade alle beschäftigt. Die Yukai kann noch Leute rekrutieren. Ja, nein, vielleicht. Zwei Häuser haben wir noch frei. Essen 2 plus 2,3. Das heißt, wir können noch Leute rekrutieren. Ab zum nächsten Tag. Und wir können take both. Ja, was haben wir denn hier? Einen Scavenger und einen Soldier. Ja, nehmen wir beide. Willkommen bei unserem Team, ihr beiden. Ich habe das letzte Mal noch hier einen coolen Tab gefunden, ne? Was Laune gibt oder was keine Laune gibt. Und ja, so erkennt man dann, was da passiert. Neuestens, ja, anscheinend. Much information, such wow. Gut, ich weiß doch nicht, was hier genau steht. Ich dachte, hier steht mehr. Ich habe hier nur Happiness und Survival Recruitment gelesen. Zu früh gefreut an dieser Stelle. Dann, was mache ich denn jetzt? 13 more buildings. Das heißt, ich arbeite mich jetzt hier einfach den Stadtteil durch. Ja, ich arbeite mich einfach den Stadtteil durch und hole mir diese Stadt dann auch gleich mal zurück. Dann hätte ich auch gerne eine Schule, aber das ist wohl gerade noch nicht so ganz drin. Guarding the fort. Nein, ihr solltet bitte was Sinnvolles machen. Work for your motherland. Attract survivors. So, ab zur nächsten Runde. Medizin und Wetten. Wir haben ein bisschen viel, aber nee, das ist es mir nicht wert. Ich habe das letzte Mal so krass gefehlt. Ja. Okay, jetzt ist er ein bisschen beleidigt. Faction Respect minus 2. Aber gegen Wetten bin ich jetzt dann doch ein klein wenig. Da das einfach nicht gut klappt. So, du darfst hier die Mission machen. Du darfst... Too far away, what? Ach so, wir haben das Gebiet hier noch nicht. Dann darfst du hier erstmal Zombies töten und du darfst hier auch Zombies töten. Ich bin sogar so nett und schicke dir noch Hilfe, dass du mir nicht stirbst. So, ab zur nächsten Runde. Ja, sie wurde verletzt, dann eben so. Unfähiges Pack. Du darfst hier hin. Du kannst jetzt anscheinend nichts machen deswegen. Und der Scavenger kann das auch noch nicht holen, weil davor ja die vorherige Linie erstmal fehlt. Gut, dann machst du eben das hier. Sie ist verletzt. Er lernt, die bauen, die arbeiten. Der ist noch frei. Das heißt, der macht das da. Und du baust jetzt diesen dreckigen Friedhof in einen Workshop und damit ich auch mal Sachen herstellen kann. So, Progress Report und Signposts sind fertig. Alles ist jetzt gut. Attract more survivors oder was nehmen wir denn? Ach, hier gibt es schon so Kombinationen aus beiden, wo ich Survivor Management brauche und das andere. Dann nehmen wir doch mal das und greifen hier einfach mal direkt an. Schicken aber noch ein paar mehr Leute drauf, weil alles andere wäre dann doch Selbstmord. So, sind alle beschäftigt? Fast. Eher noch nicht. Jetzt sind alle beschäftigt? Fast. Eher noch nicht. Er baut... Nein, 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 nein. Ich klicke schon wieder rum. Ich sollte aufhören rumzuklicken. So, er ist weiterhin hier beschäftigt. Die sind... Alles ist gut. So gefällt mir das. Noch ein Verletzter. Ja, ich sollte... Oh mein Gott, noch ein Verletzter. Jetzt wird es aber gerade nicht angenehm. Ich sollte aufhören, meine Soldaten... Meine Nicht-Soldaten dahin zu schicken. Und ich habe ihn schon wieder weggeschickt. Ey, ich flipp gleich aus. Du darfst das Gebiet wiederholen. Und danach übernehmen das vielleicht wirklich bloß noch die Soldaten. Aber alles andere ist ja hier nicht mit anzusehen. Wir sterben meine eigenen Leute ja wie die Fliegen. So, ich, mit ihm kann ich vielleicht kurz reden. Vielleicht hat der irgendwas Spannendes. Und der hat ein Kind. So. Camper, Redecorator, Tools Expert. Ne, mach mal Redecorator. Vielleicht passiert ja was Spannendes. Vielleicht baut er irgendwas Gutes um. So, können wir hier nicht was Tolles machen? Ne. For your darling angel teenage daughter. Ja, coole Erklärung. Gut, ab zur nächsten Runde. Hier greifen ein paar Zombies an, aber
0% Danger, so soll es sein. Ihr dürft dann dieses Gebiet wiederholen und ich muss jetzt gleich irgendjemanden ab hinschicken, um mal mit Gustav wieder zu reden, da wir mal wieder handeln müssen. Der Rest hier ist irgendwie verletzt, das heißt, da kann ich nicht viel machen. Check Gefütter Zombies, search the area. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Das war gerade im Übrigen der Autounfall. Wir schauen, ob es ein Zombie war. Es ist ein Überlebender. Wir können mit ihm reden. Er ist gestorben und wir haben ein Medikit in. Ach komm schon. Das ist echt tragisch. So. Ein Rad. Keep fit and stay ahead of the mob. Perk has vehicle. Nee, das ist es jetzt momentan echt nicht wert. Schade. Nichts Spannendes. Braucht er vielleicht irgendwas? Not for me, but is many people who buy medicine from my caravan. I'll give you a good price for it. Wir haben doch arg viel Medizin. Da das doppelt gibt, bin ich doch am Überlegen, ob ich mir wenigstens ein Rad für mich selber hole. Gar keine schlechte Idee, glaube ich. So. Und das Rad nehme auch dann ich gleich mal. Ach verdammt, ich habe hier das Limit auf 1. Nee, dann nehme ich lieber das mit Leadership Plus. Und lasse das Rad erstmal in meinem Inventar. So, er kann dann gleich Sachen erstellen. Munition. Nee, ein Explosive baue ich doch gleich mal. Wir haben ein kleines Loch gefunden, wo ein kleines Kind ich kann echt nicht mehr reden, reinklettern könnte. Und ja. Okay. Ach, wir hätten Wasser gefunden. Okay, ja, dann darfst du da mal kurz schauen. So, er hat es geschafft und wir haben ein Crowbar gefunden. Das heißt, das können wir gleich mal unserem Angel oder so geben. Ich nehme jetzt einfach mal irgendwas, weil ich gerade zu faul bin zum Lesen. Ich wollte ihm eigentlich nur das Item geben, genau. Plus ein Defense, plus 3 auf Plündern. Genau richtig für sowas. Ja, dann hier noch mehr töten. Du kriegst sogar Unterstützung. Das da einnehmen. Der Rest ist beschäftigt. Ja, hier ist alles beschäftigt, bis auf die Forscher. Die sind tatsächlich nicht beschäftigt. Deswegen machen wir noch das hier. So, jetzt darf ich hier mal wieder. Klick, klick, klick. Zwei Buildings brauchen wir nur noch. Das heißt, wir können gleich schauen, was unser Ziel in dieser Mission wird. Ob es wieder das Ziel wird, einfach nur die zwei Fraktionen auszuschalten oder uns mit ihnen anzufreunden oder ob es dieses Mal ein bisschen kreativer wird. Und ich habe immer noch keine Materials. Echt schade. Ja, ab zum nächsten Tag. Oh, die Zombies greifen an. Das könnte gerade gefährlich werden. Aber wir könnten das Risiko für ein bisschen Essen ein wenig verringern. Machen wir das da. Und. Es hat geklappt. So, wir können jetzt eine City Hall bauen. Das heißt, das werden wir jetzt auch gleich machen. Crafting Explosives. Mission lasts forever. Verdammt, ich habe jetzt meine ganzen Tankvorräte dafür hergenommen, glaube ich. So, wir brauchen jetzt noch vier Materials, bevor ich überhaupt irgendwas machen kann. Deswegen schaue ich mal zu denen. Explorer became devo. What? Explorer started coming to church regularly. I think LA must have convinced him to give it a try, since the two of them have been spending so much time together lately. Okay, jetzt halt haben wir halt so eine kleine Kirche, eine eigene, alles klar. Und ja, wir brauchen jetzt erstmal noch ein paar Sachen, bevor wir eine City Hall gründen können. Das heißt, wir lassen jetzt halt einfach mal verzweifelt hier überall nach Materialien suchen. Denn genau das ist das, was wir jetzt brauchen. Materialien. Ihr macht am besten noch hier das Gebiet vollständig fertig. Und du schaust, was hier ist. So, ab zum nächsten Tag. Ja, wir haben kurz mit ihnen geredet. Wir haben plus einen Ruf bekommen. Juckt mich jetzt nicht so unbedingt, weil ich nicht Fan von denen bin. Aber gut. Wo habe ich 13 Materials? Found 6 Materials, found 2 Materials. Okay, das ist geil. Das ist richtig geil. So. Dann darf hier Batsch gleich meine City Hall gründen. City Hall und braucht dafür 7 Tage. Ich schau mal, ob ich ihm Yukai geben kann. Dann dürfte es doch schneller gehen, oder? 4 Tage und wenn ich ihm den alten Mann noch gebe, dauert es wahrscheinlich 10 Tage. Dauert das jetzt gerade wirklich einen Tag länger? So? Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, mit dem alten Mann dauert es einen Tag länger. Das wäre schon irgendwie ein bisschen arg fies. Also wirklich fies. Gut, next day. Da ist jetzt auch alles clean. Machen wir das noch clean. Jetzt haben wir nämlich auch eine,
nicht eine Kirche, jetzt haben wir auch ein Hospital, was ganz gut ist, wenn unsere Leute mal wieder verletzt werden. Und sie schicken wir mal in die Bar für Happiness. Unhappiness, Danny Mark. So, was fehlt ihm denn? Kann ich mit dem reden? Nee, der sagt mir dann auch nicht, was ihm fehlt, oder? Er hat a good talk with our leader. Okay, die sind glücklich, wenn sie mit uns, also wenn sie mit uns reden. Ach, die haben sogar Freunde, Feinde. What the fuck? Krass. Das ist ja eine richtige eigene Community hier. Der hat einen Enemy, den Schwarzen, alles klar. Oder den Marokkaner oder wie auch immer man die Dinger nennt. Marokkaner, Mari. Keine Ahnung. Auf alle Fälle finde ich die Frisur von ihm eigentlich cool. Dreadlocks. Ja, gut. Wir sind hier nicht zum Frisuren anschauen da, sondern zum Spielen. Das heißt, hier übernehmen wir gerade das. Ich kann eigentlich gerade nicht wirklich viel spannende Sachen machen. Einfach alles einnehmen und glücklich damit sein. Läuft ja gerade alles. Und wenn ich hier den Teil einnehme, haben wir hier nur noch eine Front gegenüber den Zombies. Das ist auch ganz angenehm. Sonst haben wir nämlich hier alles. Echt geil. Läuft gerade richtig, richtig, richtig gut. Ja, weiter. We are not the only living people left in the city, but there's no telling how people we met out there are going to treat our scavengers and soldiers. Sometimes they greet us with shouts of joy, sometimes with warning shots. Sometimes it might be best to shoot first. Mit Vorsicht. Ich will jetzt halt eigentlich nichts passieren. Recruitment is less dangerous and less likely to succeed. Okay, auch less likely to succeed, aber ich habe genug Leute. Ich muss zugeben, im Moment ist mir das ziemlich egal, dass mir weniger Leute wahrscheinlich rekrutieren werden. Da gäbe es schlimmere Sachen. So, die Leute kann ich dahin schicken und du kannst das übernehmen. Weiter. Oh, die Zombies marschieren ein, aber das dürfte jetzt halt nicht problematisch werden. Hire Mercenaries. Problem gelöst. So, das haben wir. Ja, ich werde es jedes Mal wieder erwähnen. Und schon einmal darüber Gedanken gemacht. Das heißt, nicht wundern, warum ich hier nichts vorlese. Wir, beziehungsweise, ja doch, wir haben im dritten Part darüber geredet, was das Schlaueste ist. Dum, 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 dum. For Soldiers, in Jail, Help Our Allies und Commander Yukai. So, und es gibt irgendwelche Einschränkungen, was passiert, wenn wir das gründen. Current Effects, nothing. Okay, dann eben gar nichts. Alles klar. Dann eben gar nichts. Ally or eliminate three factions. Okay, drei Fraktionen sind gleich in diesem Spiel. Bis jetzt habe ich erst zwei gefunden. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen in Versuchung, die Rotten zu töten, weil es einfach ist. Aber ich bleibe lieber meinen Einstellungen treu und ich kann die anderen hier eigentlich nicht ausstehen. Die Military, die wo die Rotten nur töten, weil sie anders aussehen. Im Endeffekt sind sie ja immer noch lebendige Lebewesen. Sogar noch bei Verstand. Deswegen sehe ich das mal überhaupt nicht an. Ein. So, the Rotten are hosting a citywide conference to discuss matters of interfaction relations and the future of Spokane. Bla. They just want us to go and nod our heads while they declare how they think things should be done. Who should we send? Assign Isadora Hansen. Assign Malcolm Williams. Ja, nehmen wir Isadora Hansen. Gut. Ja, the Rotten ensured Isadora Hansen. Ah, perfekt. Was? When we met him, gleich nochmal. He told us a story of a young girl who'd been bitten and locked in a closet by her parents, who didn't have the heart to kill her. Verständlich, ich könnte meine eigene Tochter auch nicht töten. Nicht, dass ich eine hätte, aber das würde einfach nicht gehen, selbst wenn sie infiziert wäre. But our hearts still thump and our heads still think. We're mostly. That someone been snatching us rotten, talking folks away, young and old, care to wager, who's doing it? Guess the government, guess the boogeyman. It's none of my business. Ach, ich kann jetzt halt die ein wenig auf die anderen anhetzen. Ja, ich würde mal sagen, das Government. Jesse is offering a reward for Chuck's safe return, but he warned that the government wouldn't take lightly, bla. Ja, logisch. Die haben am Anfang, haben wir ja gelesen, dass ein Zombie anscheinend noch bei denen war. Und die dritte Fraktion heißt anscheinend die Boogeyman. Und ja, wir kümmern uns jetzt trotzdem erst einmal hier oben drum. Ich baue auch die Verteidigung hier erstmal auf und arbeite mich dann langsam nach vorne, da ich einige Soldaten habe und gerüstet für den Krieg bin. Und sie hat jetzt den Perk der Rotten, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, das heißt, wenn ich mit den Rotten irgendwas mache, werde ich sie schicken. Deshalb darf sie jetzt auch noch ein bisschen zur Schule.
Einfach um ein bisschen besser zu werden, mit den Rotten zu reden, denn wir brauchen ganz viel Ruf von denen. Ja, wir entschuldigen uns dafür, dass wir euch nicht gefragt haben wegen unserem Government. Und... Ah, die wollen das Café wieder haben. Convince them it's okay oder keep the Café. Wir behalten es einfach. Wir verlieren logischerweise Faction Respect, aber wir wollten uns eh gleich mit kriegerischen Aspekten gegen sie wehren. Das heißt, ich gehe hier hin und scheiße. Ich habe noch nicht das erforscht, was ich hätte erforschen sollen, und zwar die Defensive Buildings. Okay, egal, ich starte hier einfach einen Angriff. Attack the government, it'll probably make them mad. Ja, wenn es nur probably ist, habe ich kein Problem damit. What the fuck sind das für Soldaten? Ich krieg die Soldaten nicht down. Das ist immer noch ein hohes Risiko. Krass. Nun gut, dann sammle ich erstmal meine Verteidigung hier, weil das ist mir das Risiko, ehrlich gesagt, im Moment nicht wert, dass ich jetzt noch jemanden verlieren würde. Und Yukai, du holst das hier. So. Da haben wir die neue Fraktion gefunden. So. Okay. Sie ist gut mit den Rotten, das heißt... Ach, wir können mit denen gar nicht... Ach, wir brauchen erstmal 50% Respekt mit denen, okay? Der Schwarze darf sich jetzt mal mit denen unterhalten. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir uns mit der dritten Fraktion hier unterhalten. Die forschen weiter, das heißt, im Moment kann ich nicht wirklich viel machen. Ja, sie kann auch noch nicht mit denen reden, das heißt, du darfst eigentlich wieder in die Schule. Und sonst können wir nur hier ein paar Zombies töten. Irgendwie gerade geht's nicht allzu gut vorwärts, hier passiert nicht viel. Aber gut, ab zur nächsten Runde. Defense Building Upgrade und wir haben wieder eine dieser Schulen gefunden, alles klar. Ja, schauen wir mal, was passiert mit den Kleinen. Erst einmal lasse ich sie leben. Ich muss mich jetzt nämlich erst einmal um die hier kümmern. Das heißt, ich greife jetzt einfach hier direkt an. Yes. Und greife nicht deren Hauptsoldaten an, sondern gehe erstmal hier in diese Richtung. Und kill sogar deren Händler. Geht das? Attack, genau. So, dann... Nächste Runde, das wird gleich gefährlich. Foreign Relations. Ja, sie sind beleidigt, dass ich ein Government gegründet habe. Und nun ja... Was wird es wohl werden? Entschuldigen wir uns dafür oder sagen wir, sie sollen zur Hölle gehen? Da wir sie gerade planen anzugreifen, glaube ich, weiß ich, was wir erwarten. Aber wir sehen es erst in der nächsten Folge. Das heißt, bitte lasst doch ein Abo da, wenn ihr gleich sehen wollt, wenn die nächste Folge kommt. Ich würde mich darüber sehr freuen, auch über einen Kommentar oder ein Like. Und ja, stay tuned, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.